Okay, ich habe den Truck abgestellt. Verdammt, der Plan könnte wirklich aufgehen. Okay, jetzt brauchst du die Sicherheitsfreigabe, um in Blooms Headquarter zu kommen. Schon mal einen Helikopter verfolgt? Oh nein, das ist keine philosophische Frage. Meist verfolgen sie mich. Was hat das mit uns zu tun? Nur eine Vorahnung. Wir reden später. Hallöchen, liebe Zockerfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch Dogs. Und wir begeben uns einfach mal auf den Weg zu einer neuen Mission. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn euch die Folgen gefallen, würde ich mich über Likes freuen, Kommentare oder vielleicht sogar ein Abo, damit ihr nie mehr Folgen verpassen könnt. Die Vagusbrücken erleben derzeit eine Reihe von Störungen und Experten spekulieren, dass das CTOS-Netzwerk die Ursache des Problems sein könnte. Was wird uns wohl in dieser Folge erwarten? Wir haben schon wieder Bullen. Was ist denn jetzt los? Mann! Hört die gerufen? Vor den vollständigen CTOS-Zugang an! Das Suchgebiet nach 5. Ja, Moment, wir drehen noch mal um. Nein, verdammt. Hör zu, Leute, ich ramme ihn, bleib dran. Was wollen die von mir? Schick mal einen Wagen zur Unterstützung, Rover! An alle, Einheiten sind auf dem Weg zum Verdächtigen. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ich hoffe, ich komme hier vorbei. Oh ne. Ich schnapp mir zum besten mal so ein Boot und dann bin ich weg. Hoffentlich. Wo versteckt sich der Kerl? Kann ihn jemand sehen? Ich hoffe nicht. Er ist
Wir haben ihn verloren. Das war's für heute. Mann, das war... Sind wir etwa in den Medien oder was? Weil wir verfolgt werden. Bin schon gespannt. Denn jetzt fängt die Mission erst so richtig an. So. Ups. Dann gehen wir mal rauf hier. Los geht's. Jetzt brauche ich eine Sicherheitsfreigabe für das Blumen-HQ. Hochgradig. Was ich habe mit Blumen aus dem Spiel. Da läuft doch irgendwas, und zwar weit mehr als nur das CTOS. Hoffentlich weiß T-Bone, was er da tut. Okay, bin in Position. Was ist jetzt mit diesen Helikoptern? Wart erstmal ab. Los, verliere nicht. Ich werde es versuchen. Wow, die Sonne steht ziemlich tief. Aber schöne Effekte. Gibt es denn ein Ziel hier? Ja, ich will wissen, wo er hinfliegt. Und das hilft uns, weil... Weil es Routine ist. Blum ändert jeden Tag das Sicherheitsprotokoll. Und der Vogel bringt die aktuellen Anweisungen rüber nach vorne. Dann wird uns also der Helikopter direkt zum Sicherheitschef. Der Groschen ist gefallen. Wow. Das kann nicht mal so leicht hier. Er ist über einem Trailerpark. Hacken Sie den Helikopter für die zwei Security. Das ergibt absolut Sinn. Die Milizen aus Pony arbeiten für die Bloom Security. Und viele von denen leben in der Mode. Und einer davon. Oh, verdammt. Wir hätten es unbemerkt machen sollen. Verdammt. Okay, noch eine Runde. Er ist über einem Trailerpark. Das ergibt keinen Sinn. Doch warte mal. Das ergibt absolut Sinn. Die Milizen aus Pony arbeiten für die Bloom Security. Und viele von denen leben in dieser Vorhölle. Und einer davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. Ich kann's kaum erwarten. Erinnerst du dich an die Typen, die den Truck bewachen? Die gleiche Gang. Die Pony-Miliz besteht aus Prepper, Untergangspropheten, Regierungsgegnern und so. Typen wie mir. Die spielen also keine Spielchen. Ach, alte, ja. Tote Hände und mehr Mist in der Art. Also, einer von euch muss der neu ernannte Sicherheitschef sein. Ich finde ihn aber nicht. Ich nehme mal jetzt die Kamera raus. Da sind auch ein paar.
Alter, wer hat jetzt von euch den Knopf? Gut, der hat Potenzial. Und wer noch? So, einen haben wir gefunden. Na komm schon, gib mir Option. Hab dich. Schalten Sie bei uns von Blumen aus. Das ist mehr als ein Schützenverein. Die kontrollieren den halben Park. Ist das normal in Pawnee? Nichts ist normal in Pawnee. Seit Blum angefangen hat, Geld in dieses Loch zu pumpen, ist alles noch viel schlimmer geworden. Okay, dann schleichen wir uns hier mal irgendwie rein. Wie machen wir das jetzt am besten? Geh mal eine Runde rutschen. Sorry. Oh. Jetzt ist er umgefallen. Ja. Okay. Haltet die Augen offen. Scheiße, du hast sie nicht. Probieren wir den anderen. Dann ist da nur noch einer. Alles sauber. Ich gehe da lang.
Los, ich decke euch! Du schießt auf meine Backe! Wir können Hilfe brauchen! Bring mich nicht zum Lachen! So, wir haben es gefunden. Wow! Schon wieder so ein... Okay. Also Leute, jetzt wissen wir, mit wem wir es zu tun haben, ja? Okay, da oben hockt einer drin, der hat das Scharfschützengewehr, finde ich äußerst klug. Ich schau mal, ob ich den irgendwie da runterkrieg, bevor er mich runterkriegt. Okay, dann machen wir es jetzt mal ein bisschen anders. Du kannst mich nicht aufhalten! Müssen wir das anders machen. Es muss anders funktionieren, zwar über den Helikopter. Denn so hat es einfach keinen Sinn. Wo seid ihr? So, da kommt er, den wir schon hacken können. Ich guck mal woanders nach.
Tür rein. Wow! Okay. Wir sollten uns beim nächsten Mal entfernen von den Sicherungskasten. Also tun wir das auch. Mal eine andere Methode ausprobieren. Haben wir nichts zum Bauen? Das gibt's doch nicht. Köder. Blitz, Stromausfall. Nee, geht nicht. Warte mal, ich probiere mal was anderes, und zwar, ich habe doch noch den Köder. Oh!
Wow, einer ist tot. Weg hier! Jawohl, er ist tot. Okay, weiter geht's. Ich wechsle mal die Waffe. Den Weg, such mal da drüben nach ihm. Oh. Und schon wieder wurde es erwähnt. Ich hasse Granaten. Das Ziel ist in Bewegung. Was zum Henker? Ich sehe sie nicht. Kommst, verspreche ich dir einen schnellen Tod. Nö. Hey, da drüben. Ich hab einen. So, jetzt kümmern wir uns mal um die anderen hier. Ey, ganz ruhig, Brauner. Sieh mal, erst da lang! Hopp! Weg hier, komm! Lauf! Schmeiß mein Köder rüber. Vorsicht!
ist tot. Wo ist er hin? Hallo? Wir sind vor Ort. Chef, er wird noch entkommen. So, jetzt müssen wir ihn ausschalten. Wir sind ganz knapp dran. Knall in ihn rein! Nee. Heute nicht. Oder doch? Auf dem Weg! Wir werden ihn rein! Wow. Geil! Aber ich glaube, den kriegen wir jetzt nicht mehr. Oder doch, na. Komm hin! Das haben wir jetzt leider nicht geschafft. Tut mir leid, liebe Zockerfreunde. Aber dieses Auto ist echt scheiße zu fahren. Der Sprung war zwar cool, aber die Fahrphysik ist schwul. Hahaha, nee. Im Großen und Ganzen gibt es ein paar Autos, die wirklich gut sind. Man, jetzt müsste ich schon wieder. Ja, du Arsch. Nein, bitte. Sieh ihn nicht. Anvisiert. Hab das Ziel im Visier. Ja, schon gut. Weich ruhig aus, ich krieg dich ja doch. Es ist vorbei. Geh in Stellung. Wir kriegen Besuch, Leute. Au. Ich schleich mich mal hier. Ich hol mal die besseren Geschütze raus. Ich geh mal kurz da lang. Okay, einer ist schon mal fort. Granaten würden die Arbeit verdammt vereinfachen. Ich schleich mich mal wieder auf die Seite. Nein! Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Watch Dogs und ich hoffe, dann klappt's. Ciao! Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Würde mich über Likes, Comments oder Abos freuen. Ciao, Leute!